Mädel-Kollegen, da seid ihr ja. Mädel. Ach, halt die Klappe, Blacky. Bist du schon lange im Detektivbüro, Bob? Ja, ich bin ein wenig früher gekommen, um den Bericht unseres Falles Das schreiende Haus zu Ende zu schreiben. So, zeig doch mal her. Bestätigte sich unser anfänglicher Verdacht und Fatty Norris war mal wieder der Übeltäter. Glücklicherweise konnten wir ihm die Straftaten diesmal nachweisen und er wurde bis auf Weiteres in der JVA untergebracht. Alles in allem ein voller Erfolg, würde ich sagen. Ach ja, und das hier lag in unserem Briefkasten. Ein Brief. Halt jetzt den Schnabel! Wieso haben wir den dämlichen Vogel überhaupt aufgenommen, Justus? Weil Peter mal wieder Mitleid hatte. Leute, das arme Ding war weiß Gott wie lange in dieser Tonne eingesperrt. Fatty Norris ist echt ein Unmensch. Da gebe ich dir ja recht, aber... Ich mach das schon. Büro der drei Fragezeichen, Justus am Apparat. Mädel, ihr kleinen Halunken. Mr. Bitchcock, Sie sind aber gut gelaunt. Verdammt richtig, Peter. Ich habe ja auch allen Grund dazu. Lief denn die Premiere Ihres neuen Films Vier Schlampen und der Mädel gut? Ja, ganz wunderbar, aber das Beste kommt noch. Ich habe Hanna noch auf der Aftershow-Party einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat angenommen. Welche Hanna? Doch nicht... Doch genau, Peter. Hanna Dette. Sie spielt alle vier Hauptrollen. Justus, du weißt, dass nicht jeder deine Leidenschaft für solche Filme teilt. Nichtsdestotrotz musst du dich doch an sie erinnern, Peter. Intercity Express, klingelt da was? Wie auch immer, Mr. Bitchcock, herzlichen Glückwunsch zur anstehenden Vermählung. Danke. Deswegen rufe ich aber nicht an, zumindest nicht direkt. Die Polizei Neustadt hat mir eine Belohnung für die Lösung des letzten Falles zukommen lassen. 10.000 Euro. Nice Sache. Episch geil. Awesome. Kann man sich ins Regal stellen. Seid ihr behindert? Hört zu, ich werde euch euren Anteil natürlich zukommen lassen. Wo und wann müsst ihr allerdings selbst herausfinden. Die Lösung könnte sich genau in eurer Mitte befinden. Mann, ich hasse solche kryptischen Aussagen. Was könnte er damit gemeint haben, in unserer Mitte? Klare Sache, Peter. Der Brief, den ich dort abgelegt habe. Wenn ich ins Büro komme, positioniere ich die Post stets auf dem Tisch, sodass ihr sie lesen könnt, ich aber auch. Versteht ihr? Ich öffne ihn mal. Ein rätselhafter Text. Ich lese vor. Er kommt jedes Jahr wieder. Die Hand weist die Zahl. Verbunden ist er mit Schwert und Wahl. Am kommenden Tage des Tors sollt ihr erscheinen. Ich fürchte fast, Mr. Bitchcock hat seinen Anteil bereits in bewusstseinserweiternde Substanzen investiert. Liebe, das ist die Liebe, Bob. Aber jetzt komm, lass uns das Rätsel lösen. Wo sollen wir anfangen? Das kommt mir sehr spanisch vor. Also Thor ist ja bekanntlich der Gott des Donners. Wir sollen also am Donnerstag irgendwo hin. Aber wo? Das war der einfache Teil. Machen wir weiter. Wer oder was kommt jedes Jahr wieder? Mimon Baraka? Der löscht sich eher einmal die Woche und kommt dann wieder. Vielleicht ist eher ein Tag gemeint. Oder ein Monat? Es ist ja auch von einer Zahl die Rede. Das ist es. An einer Hand sind 5 Finger. Die Zahl ist 5. Und der 5. Monat kommt jedes Jahr einmal wieder. Sehr gut, Peter. Wir haben also Mai und Donnerstag. Und was hat nun der Mai mit einem Schwert zu tun oder mit einem Wal? Ich traue mich fast nicht zu fragen, aber denkt ihr bei großen Wassertieren nicht an Fatty Norris? Ich denke nicht, dass er etwas mit dem Rätsel zu tun hat. Der scheitert doch schon an Aufgaben für Kindergartenkinder. Schwertwal, ein Orca! Genial, Justus. Mai, Orca, Mallorca. Ach, ernsthaft, ist das die Lösung? Freu dich doch, Bob. Wir fliegen nach Mallorca und können bei der Gelegenheit die Detektivkasse auffüllen. Auf geht's, kümmern wir uns um Flüge und dann geht die Reise los. Mallorca. Fresse, Blacky.
an einem anderen Ort, etwa zur selben Zeit. NWO-Zentrale, identifizieren Sie sich. Du Narre, wir haben uns vor Wochen umbenannt und identifizieren muss ich mich jetzt auch nicht. Ach Chef, Sie sind's. Verzeihung, das ist die Macht der Gewohnheit. Es ist von größter Wichtigkeit, die neue Corporate Identity anzunehmen. Also, wie heißen wir nun? Wir sind die BLM. Was ist unser Ziel? Wir wollen die Nation destabilisieren und einen Bürgerkrieg herbeiführen. Wir möchten die Bürger zu politischem Ungehorsam motivieren. Verdammt richtig. Und so wird es uns möglich sein, die Macht zu ergreifen. Es gab jedoch unvorhersehbare Schwierigkeiten. Hat unser Zielobjekt etwa den Kampf aufgegeben? Nein. Fatty Norris hat bis zuletzt unseren Auflagen Widerstand geleistet und sich somit öffentlich einer Obrigkeit widersetzt, genau wie wir es geplant hatten. Aber dann ist doch alles in Ordnung und ausgehend von Al-Jauberg wird eine Revolution hereinbrechen. Das wird sie nicht. Norris wurde wegen zahlreicher anderer Gesetzesverstöße verhaftet. Einige davon waren zugegebenermaßen wirklich widerlich. Er sitzt ein? Dann ist unser Plan doch gescheitert. Noch nicht. Wir können ihn da rausholen. Deshalb rufe ich an. Hole das rote Telefon und rufe ihn an. Dann schalte ihn in unser Gespräch. Ihn? Haben Sie sich das gut überlegt? Sie wissen, dass er nicht zu stoppen ist, wenn man ihn einmal aktiviert hat. Ja, natürlich habe ich mir das gut überlegt. Mach schon! Pronto, cuore rosso e rote Herz. Puletti an Apparat. Ciao, Gino, va bene. Ah, il ministro. Alles Gute hier. Ha, ich dachte, schon wieder Pizza für Fatty Norris. Nein, keine Sorge. Dennoch geht es um unseren gemeinsamen Freund. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Norris sitzt in der JVA Erlangen ein. Du musst ihn für mich da rausholen und ihn außer Landes schaffen. Ha, kein Problem. Ma, du weißt natürlich, das hat seinen Preis. Du weißt, es sind harte Zeiten. Ich kann nicht viel anbieten. Oh, Ministro, ah, jeder weiß von dem Nazi-Gold, das du hast erbeutet. Und für ein paar Barren, ich helfe dir gern. Na gut, mach schnell. Die Zeit drängt, Gino. Wird erledigt, Ministro. Si. Kein Problem. Ich kenne genau den richtigen Mann davor. Genau die richtige. Arrivederci. Hoffentlich hält er sein Wort. Ich vertraue ihm. Jetzt können wir nur noch warten. Wir treffen uns in der Zentrale. Bereite du alles für heute Abend vor. Was wollen wir denn heute Abend machen, Chef? Genau dasselbe wie jeden Abend, Scherge. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Die drei Fragezeichen hatten ihre Sachen gepackt, ihren Eltern fest versprochen, sich keine Geschlechtskrankheiten einzufangen und machten sich auf den Weg nach Mallorca. Am Flughafen angekommen, gab es noch einiges zu besprechen. Diese Menschenmassen hier machen mich ja schon wieder dezent aggressiv. Ich hoffe, das Ganze lohnt sich. Na klar lohnt sich das, Bob. Es geht um mehrere tausend Euro. Also mit meinem Anteil mache ich erstmal Urlaub. Alleine. Das wandert sicher nicht in die Detektivkasse. Naja, ein bisschen musst du schon dazu geben, Bob. Du erinnerst dich doch bestimmt an die immensen Ausgaben, die Peter für ein gewisses Seminar getätigt hat. Wie könnte ich das vergessen? Ich habe mich doch entschuldigt. Außerdem hatte es ja alles noch sein Gutes und wir konnten diesen Kampfzwerg aufhalten. Tja, nur die Lorbeeren hat mal wieder Kommissar Kalli geerntet. Ist doch fast immer so. Kommt, lass uns weitergehen. Wir sind gleich am Sicherheitscheck. Nur diese Frau ist noch vor uns. Die Security winkt sie gerade heran. Gehen Sie bitte durch. Nur die Ruhe. Ich komm ja schon. Na, das ist ja mal wieder typisch. So, stellen Sie sich bitte hier hin. Sie werden jetzt durchsucht. Ja, das ist ja klar. Sobald eine Kanackin in der Kontrolle steht, gehen zufällig die Alarme los. Meine Dame, es handelt sich hier um mechanische Detektoren, die einzig und allein auf Metall reagieren. Ach, Unsinn. Nur weil ich eine POC bin, macht ihr Allmanns das. Eine was?
Kinners, wenn ich mich hier kurz einschalten dürfte. Der Begriff POC ist eine Abkürzung für Person of Color. Ein Begriff für Menschen, die gegenüber der Mehrheitsgesellschaft als nicht weiß gelten und wegen ethnischer Zuschreibungen alltäglichen, institutionellen und anderen Formen des Rassismus ausgesetzt sind. Was es nicht alles gibt. Jetzt verstehe ich aber nicht, warum sich eine Frau mit solch alabasterweißer Haut sich dieser Gruppe zuschreibt. Faschist! Bitte beruhigen Sie sich. Vielleicht liegt ja auch eine technische Fehlfunktion vor. Jetzt kommen die Nazis aber aus allen Ecken gekrochen und unterstützen sich gegenseitig. Aber ich wollte doch nur... Lass man gut sein, Peter, das nützt doch nichts. Also, ich schlage vor, dass Sie sich durchsuchen lassen. Falls nichts gefunden wird, können Sie ja immer noch den Vorgesetzten rufen oder lächerliche Tweets zu dem Thema verfassen. Das könnte euch so passen. Hören Sie, entweder Sie lassen sich durchsuchen oder das Flugzeug startet ohne Sie. Ist ja okay. Aber wehe, ein Cis-Mann fasst mich an. Kurze Zeit später war die Durchsuchung zu Ende. So, Frau Zick, so heißen Sie doch. Sibel Zick. Also wir wollen mal nicht so kleinlich sein und lassen Ihnen den metallischen Kleinkram. Aber den Dönerspieß, den Iron-Maker und den Taser müssen Sie abgeben. Aber wie soll ich mich denn wehren, wenn sich ein Cis-Mann neben mich setzt und manspreadet? Oder wenn er meine Argumente in einer Diskussion widerlegt? Das darf doch echt nicht wahr sein. Jetzt gehen Sie endlich weiter. Sie halten alles auf. So, die Nächsten bitte. Das sind wir. Gehen wir durch. Oh, zum Glück sind wir ohne Probleme durchgekommen. Sag mal, Bob, du bist so still? Ja, richtig. Ich hätte jetzt den einen oder anderen Ausbruch von dir bezüglich dieser Frau Zick erwartet. Ach Jungs, mein Arzt sagt, ich darf mich nicht immer so aufregen. Akute Stress- oder Schocksituationen sowie Depressionen begünstigen die Entstehung von Magengeschwüren. Deshalb versuche ich, mich etwas zurückzuhalten und nehme diese Pillen hier. Ja, das klingt vernünftig. Naja, gehen wir ins Flugzeug. Gesagt, getan. So, der Rest ging ja mal überraschend ereignislos vonstatten. Ja, sowas soll es auch geben. Wo sitzen wir, Justus? Da hinten, Reihe 15, Platz 10, 11 und 13. Was ist mit Platz 12? Der war schon reserviert. Wir werden ja gleich sehen, von wem. Ja, ich sehe da einen braunhaarigen Mann sitzen. Entschuldigung, dürfte ich mal vorbei? Ich sitze neben Ihnen, wie es scheint. Metal Guys. Ich glaub es nicht. David the Hoff Hasselhoff. Was machen Sie denn hier? Ich mag... sorry, my German is a bit rusty. I'm on my way to El Arenal. I heard there are many young German chicks that are easy to lay. Interessant. Erzählen Sie mehr, Mr. Hasselhoff. Well, I was attending this online course of some guy named Marco Polio. And as my final task, I have to lay 3 girls at once. Awesome! Ganz, ganz schlechtes Thema. Mr. Hasselhoff, erzählen Sie uns doch, wie Sie damals die Berliner Mauer zu Fall gebracht haben, ja? Oh yeah, I love that story. It was 1989 and I was just arriving at Berlin, Germany. At first I just wanted to... Gut gemacht, Justus. Das hätte wieder schief gehen können. And so everybody was singing with me and we were crying with joy. Was für eine unglaubliche Geschichte, nicht wahr, Jungs? Jungs? Verehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Captain Morton. Morton? Wir erreichen in Kürze den Flughafen Palma de Mallorca. Ich möchte Ihnen für den angenehmen Flug danken und versichere Ihnen, dass die Selbstmordgedanken, die ich über den südfranzösischen Alpen hatte, nur von kurzer Dauer waren und keine echte Gefahr bestand. Die bezaubernde Stewardess Maria konnte mich mit etwas Amphetamin wieder zur Vernunft bringen. Es ist wirklich unser Morton. Ich fasse es nicht. Übrigens, ganz nebenbei, ist zufällig jemand an Bord, der weiß, wie man ein Flugzeug fliegt? Ich bin eigentlich Schiffskapitän. Wir sollten ihm viel Glück wünschen. Wir zählen alle auf ihn. Der macht doch sicher Witze.
oder? Morten, wie wir ihn kennen. Entspannt euch, Leute. Nach unserer Ankunft in Palma bitte ich die Passagiere aus Reihe 15, Platz 10, 11 und 13, mich im Personalbereich aufzusuchen. Der meint uns. Was das wohl wieder zu bedeuten hat? Das Flugzeug landete und die drei Fragezeichen begaben sich in die Pilotenlounge, wo Morten und ich, Alfred Bitchcock, sie erwarteten. Ah, da sind sie ja, meine Goldjungen. Mr. Bitchcock. Seid mir gegrüßt. Ich wusste, dass ihr das Rätsel lösen würdet. Sonderlich schwer war es ja nicht. Aber jetzt erklären Sie uns doch mal, was machen wir hier? Was soll das alles? Ich schuldete Morten noch einen ganzen Batzen Geld für verschiedene Importwaren und so habe ich ihm stattdessen über meine Verbindungen einen neuen Job als Pilot verschafft. So war es auch ein leichtes, euch abzufangen und hierher zu bringen. Und Sie finden das nicht irgendwie riskant oder lebensgefährlich? Unsinn, nicht wahr, Morten? Ganz im Gegenteil. Bei allem Respekt, Mr. Bitchcock. Wir würden nun gerne das Geld nehmen und bald wieder zurückfliegen. Ich bevorzuge es generell, meinen Urlaub in kälteren Regionen zu verbringen. Euer Geld sollt ihr ja bekommen, doch nicht bevor ihr mit mir meinen Junggesellenabschied gefeiert habt. Und zwar heute Abend. Das ist die Bedingung? So ist es. Und nicht anders wohl. Ja, vielleicht täte es uns ganz gut, mal ein wenig abzuschalten. Und wenn es nur ein Abend ist. Gut gesagt, Junge. Und als kleinen Auftakt hat mir meine wunderbare Verlobte Hanna einen ganz besonderen Tropfen zukommen lassen. Lasst uns damit anstoßen. Sie auch, Morten? Nein, danke, ich muss noch fahren. Nun denn, auf die Liebe! Stößchen! Stößchen! Einige Tage zuvor wurde in Good Old Germany währenddessen Fatty Norris in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er war wegen zahlreicher, fürchterlicher Verbrechen, die ich hier lieber nicht nennen will, zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. So, Norris, das ist deine neue Zelle. Ich hoffe, du bist eher der umgängliche Typ. Sonst wirst du mit deinem neuen Zellengenossen Probleme kriegen. Aber ich habe den ganzen Abend noch nichts gegessen, ey. 14.30 Uhr gab es was Kaltes zum Abendessen, aber das hat mir dann nicht gereicht und jetzt habe ich halt nochmal Hunger. Essen wird dir wohl deine geringste Sorge sein, Frischfleisch. Ich bin der Fatty mit Vornamen, Fatty mit AI, ganz wichtig, und mein Nachname ist... Denkt ihr wirklich, dass ich so scheiße bin? Ist es wirklich euer Ernst, dass ihr glaubt, dass ich derjenige bin, der die Scheiße baut? Niemand interessiert, was du zu sagen hast, Rainer. Er kann einen anderen Menschen nicht ausreden lassen. Wenn du einmal die Fresse halten würdest, dann würde ich dir vielleicht sagen, ob das... Ich kann dem gar nichts dazu sagen, weil er nie die Fresse hält. Komm, Rainer, sag doch mal was dazu. Na, was ist denn? Ich würde mal was dazu sagen, wenn du nicht die Fresse halten würdest. Dann halt die Fresse, dann kann ich was dazu sagen. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich warte auf deinen Kommentar. Los, komm. Nein, ich habe mich nicht vor Kindern entblößt. Ich bin nämlich kein Asozialer. Es ist so lächerlich. Es ist jedes Mal der gleiche Kindergarten. Ja, das stimmt. Genau, weil ich... Deswegen hast du ja auch die zwei Anzeigen bekommen. Die darauf folgende körperliche Auseinandersetzung sollte nicht die letzte gewesen sein. Fatty Norris eilte sein schlechter Ruf voraus und blieb an ihm kleben wie breitsamer Honig. Nach einem weiteren harten Tag voller körperlicher und verbaler Angriffe saß er alleine und niedergeschlagen in einer Ecke der Gefängniskantine. Scusi, ist sie hier noch frei? Das willst du mich fertig machen? Ich habe mich mein Leben lang nicht besonders gut mit anderen Menschen verstanden. Ich war immer schon irgendwie so der Außenseiter. Macke, überhaupt nicht. Du bist mir gleich aufgefallen. Du hast ja noch so eine gewisse Ausstrahlung, so ein Temperamento. Emotioni. Das ist das italienische Blut, Alter. Das ist dieses heiße Blut. Wenn das zum Kochen kommt, Alter, dann geht's rund. Si, das muss es sein. Ich bin auch Italiano.
Mein Name ist Ezio. Ezio Poletti. Piacere. Sehr erfreute. Mittellode. Come stai? Wie geht es dir hier in die JVA? Das muss doch ziemlich hart sein, als Bambino, bello, als Neuling. Ich stehe alleine gegen Tausende, aber ich werde nicht aufgeben. Ich gebe nicht auf, ich habe mein ganzes Leben lang nicht aufgegeben. Andere haben sich umgebracht nach nur einem Jahr oder nach nur ein paar Monaten. Impressionante, aber was würdest du dazu sagen, wenn ich dich hier rausbringe? Unbesiegt ist nicht einfach nur ein Spruch. Es ist meine Lebenseinstellung. Ja, aber du wärst dann wieder libero, freie. Viele, die mich fragen, warum ich nicht aufhöre, warum ich nicht aufgebe, denen sage ich den einzigen Satz, der wirklich sinnvoll ist und der meiner Meinung nach auch das einzige ist, was wirklich zählt. Die Menschen oder diejenigen, die diese Welt schlechter machen, nehmen auch keinen Tag Urlaub und geben auch nicht auf. Warum also sollte ich? Senti, höre zu. Die Plan ist perfetto. Domani, morgen, finde hier die monatliche Untersuchung statt. Bei denen kommen immer eine Dottore mit einer sehr, sehr fetten Assistentin und untersuche uns. Du siehst so aus, als würde dir ein Kostüm die Karnevale als Krankenschwester super stehen. Hagen, die Wache, schulde mir noch eine Gefallen. Und jeder bezahle seine Gefallen bei die Poletti. Ich werde dafür sorgen, dass wir zusammen zur Inspektion kommen. Wir überwältigen die beiden, verkleiden uns und schon sind wir hier raus. Ich kapier das nicht! Ich kapier das einfach nicht! Ezio, du bist ein verdammter Vollidiot! Calma, Bambino Bello, beruhige dich! Ich habe Kontakte. Sobald wir draußen sind, können wir in eine Container außer Landes geschaffen werden. Vielleicht sogar noch über See. Ich frage meine Amica Carola. Die hatte eine tolle Schiffe. Ich habe das Meer noch nicht mal gesehen. Das ist doch jetzt nicht wahr? Du warst noch niemals einmal an die Mare, an die Meer. Niemals! Du stehst an die Strande und du schmeckst den salzigen Geruch von dem Vento, der über die Meer weht. In deinem Bauch das warme Gefühl von Libertà, von der Freiheit. Und auf deine Lippen die Amore, die Küsse mit die bittere Träne von deiner Geliebte. In die Paradiso reden sie über nichts anderes. Darüber, wie wunderschön es ist. Meraviglioso, verstehst du? Und du? Du kannst nicht mitreden, weil du warst ja noch nie da gewesen. Povero. Und dann wirst du da selbst da oben eine Außenseiter sein. Diese bewegende Rede erreichte selbst das schwarze, verfettete Herz von Fatty Norris. Und er willigte in den Plan ein. Die Tatsache, dass es in der Kantine der JVA für seine Verhältnisse winzige Portionen gab, dürfte auch eine Rolle gespielt haben. Die Flucht war ein voller Erfolg und sie landeten als blinde Passagiere auf einem Containerschiff, das rein zufällig den Hafen von Mallorca anlief. Tage später in einem Hotelzimmer auf Mallorca. Oh, mein Kopf. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Boah, sag mal, musst du so rumschreien, Peter? Ich bin gar nicht derjenige, der hier rumschreit. Wo sind wir Peter, wie siehst du denn aus? Was meinst du denn? Schau mal bitte in den Spiegel. Das darf doch nicht wahr sein. Wie konnte das passieren? Kollegen, was ist das für ein Trubel hier? Ich fühle mich furchtbar. Justus, es sieht so aus, als wäre Peter unter die SJWs gegangen. Tatsächlich. Sidecut, blau gefärbte Haare. Was ist denn bitte in dich gefahren, Peter? Sag du es mir. Was haben wir denn gestern gemacht? Ich erinnere mich wirklich an gar nichts. Wir waren am Flughafen und haben mit Mr. Bitchcock angestoßen. Wo ist der denn überhaupt? Danach fehlt mir jede Erinnerung. Sag mal, schmerzt einem von euch der Analbereich? Nein. Gut, dann können wir das ja schon mal ausschließen. Durchsucht eure Taschen. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Also ich habe hier eine Visitenkarte eines Clubs namens El Grande Luan.
Ich habe eine Übersichtskarte über alle Geschlechter, die es gibt. Ich habe hier eine Kondomverpackung und einen Rosenkranz. Meine Brieftasche ist da, aber bis auf den letzten Cent geleert. Ja, das sieht bei mir ähnlich aus. Bei dir auch, Peter? Polizia, nossem nur, egal, stehen bleiben! Kommissar Kalli! Meine Fresse, die drei Pappnasen aus Deutschland. Also Jungs, drei Dinge vorweg. Erstens, das heißt Kommissaro, wenn ich bitten darf. Zweitens, was macht ihr überhaupt hier? Wir haben einen Kunstdieb vermutet. Gut, dass Sie da sind. Wir machen hier Urlaub, wurden offensichtlich ausgeraubt und haben keine Erinnerung mehr an den gestrigen Abend. Tja, Jungs, das kennt der Kommissaro nur zu gut. Das klingt nach einem geilen Abend und dat und nicht mehr. Tatsächlich können wir das nicht ausschließen, aber wie kommen Sie hier ins 17. Bundesland? Tja, ich war wohl zu gut für die deutschen Polizisten und dann hat man mich auf die Wahl gestellt, Direktpension oder noch mal ein paar Jahre hier und ganz ehrlich, was Besseres konnte mir doch gar nicht passieren. Sonne, geile Weiber, pipapo und wenn man sich erstmal mit den ganzen Spanacken arrangiert hat, dann ist das doch echt okay hier. Was hat es mit diesem Kunstraub eigentlich auf sich, Herr Kommissar? Ja, hier, da, hier in dem einen Kloster hier in der Nähe, dem Montessorio de Santa Clara a Ves, schieß mich tot, wurde ein jahrhundertes altes Kunstrelikt entwendet. Kalli, wo genau sind wir überhaupt? Ernsthaft jetzt? Ey, lass die Finger vom Alkohol, wenn du nichts verträgst, du Maske. Das Kloster befindet sich in Palma de Mallorca, Peter. Der Grundkern des Klosters wurde im Jahr 1286 von Donna Mordias gegründet. Jedoch führte der von den Mönchen von Santa Cruz geleistete Widerstand gegen das neue weibliche Kloster einige Jahre später zur Schließung dieser Gemeinschaft. Infolgedessen... Zurück zu dem Relikt. Ja, gestohlen wurde so ein komischer Matillo de Thor, so ein uraltes nordisches Relikt, das seit jeher in diesem Kloster da aufbewahrt wird oder was auch immer. Ja, laut den spanischen Kollegen jedenfalls wahnsinnig wertvoll und pipapo, aber wenn du mich fragst, das sieht aus wie so eine billige Halskette vom IMP-Katalog und naja, keine Ahnung, was die sich da einscheißen. Interessant. Davon hab selbst ich noch nie was gehört. Aber warum schlagen sie deswegen nun hier bei uns auf? Tja, am Tatort wurde ein Zimmerschlüssel gefunden, der uns direkt an diesen Ort geführt hat, aber irgendwie, ja, das scheint uns hier in eine Sackgasse geführt zu haben. Ihr seht's ja selbst. Ich schlage vor, dass wir den Tatort aufsuchen und selbst die Ermittlungen aufnehmen. Vielleicht finden wir dort auch mehr Hinweise auf gestern Abend. Gute Idee, Peter. Wir müssen Mr. Bitchcock finden. Ja, ich will meine Kohle und hier endlich verschwinden. Eigentlich ein ganz nettes Hotel hier. Lass uns doch mal in der Rezeption nachfragen, ob wirklich ein Zimmerschlüssel fehlt. Zwei haben wir ja oben gefunden. Ich übernehme das mal. Entschuldigung? Ich hab's euch gestern schon gesagt, ich bin nicht interessiert, ihr Perverslinge. Interessiert woran? Das werde ich bestimmt nicht nochmal wiederholen. Jetzt verschwindet. Oder ich rufe den Sicherheitsdienst. Ich bitte Sie, junge Frau, tun Sie das nicht. Wir waren gestern in gewisser Weise nicht zurechnungsfähig und möchten uns in aller Form entschuldigen. Das ist ja wohl das Mindeste. Vor allem der Typ mit der seltsamen Frisur war sehr aufdringlich. Wir haben nur eine Frage. Wie ist das hier mit den Zimmerschlüsseln? Das habe ich euch doch gestern bereits alles erklärt. Jeder von euch hat einen bekommen. Abgegeben habt ihr keinen. Dann haben wir tatsächlich einen verloren. Oder er wurde uns geklaut. Ich weigere mich ja immer noch zu glauben, dass das alles einfach so passiert ist. Ich meine, seht mich an. Wer würde sich freiwillig so etwas antun? Huhu, Peter. Guten Morgen. Ich freue mich so, dich zu sehen. Das kam vom Pool. Wer war das denn? Ich sehe da nur einen grellweißen Fleck. Das tut ja schon fast in den Augen weh. Gehen wir mal näher ran. Das ist diese Frau vom Flughafen.
Woher kennt die meinen Namen? Keine Ahnung, Peter. Wie hieß sie denn noch gleich? Zick war der Name. Sprich mit ihr, Peter. Guten Tag, Frau Zick. Ach, Peter. Gestern hast du mich noch dein Sibeltchen genannt. Um Gottes Willen, sind Sie etwa auch dafür verantwortlich? Aber natürlich. Ich finde, dass dein neues Erscheinungsbild hervorragend deine neuen Überzeugungen nach außen trägt. Peter, sollte dem wirklich so sein, lassen wir dich zu Hause in das André-Teilzeitklinikum einweisen. Leute, Leute, ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Setz dich zu mich und ich erkläre es dir, während wir zusammen an unserem Tor arbeiten, um bessere POCs zu werden. Hören Sie, mit solch heller Haut sollten Sie in der Sonne wirklich sehr vorsichtig sein. Peter, wir haben uns doch gestern im Wellnessbereich des Hotels kennengelernt. Du hast mich wunderbar unterstützt, als ich mich dafür eingesetzt habe, dass Transmenschen die Damensauna betreten dürfen. Ach, dann haben sie dir da diese merkwürdige Übersichtskarte mit den ausgedachten Geschlechtern zugesteckt. Die sind ganz und gar nicht ausgedacht. Sie existieren. Aber ja, die ist von mir. Genauso wie die Idee, Peter umzustylen. Wenn ihr mich fragt, gibt es zwei Geschlechter. Alles andere sind Persönlichkeitsstörungen. Ich krieg echt zu viel. Besorgen wir uns einen Rasierapparat und dann ab zum Kloster. Unsere drei Detektive machten sich also auf den Weg zum Kloster Mosteiro de Santa Clara Aveia. Unterwegs wurde Peter von seiner grauenhaften Frisur befreit. Als sie ankamen, erblickten sie eine Nonne, die sich gerade der Gartenarbeit zu widmen schien. Schönen guten Tag. Wir sind die drei Detektive. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen und uns hier umsehen. Dios mio, Señor Jonas, wir hatten uns doch geschworen, uns nie wieder zu sehen. Wie meinen? Unser sündiges Abenteuer von letzter Nacht. Ich gab Ihnen extra den Rosenkranz mit, um für unsere Vergebung zu beten. Justus? Justus? Moment mal. Meinen Sie den hier? Sie, sie. Oh, welch ein furchtbarer Tag. Erst breche ich mein Gelübde, und in der Nacht darauf wird unsere kostbare Mario de Tor geraubt. Das heißt, wir waren gestern schon einmal hier. Wahrscheinlich haben wir hier unseren Schlüssel verloren. Und es ist einfach nur ein dummer Zufall gewesen. No, Señor Shaw. Sie hatten den Schlüssel bereits vor ihrer Ankunft verloren, wie ich ihrem lautstarken Streit mit ihrem Kollegen entnehmen konnte. Merkwürdig. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Gute Frau, was können Sie uns zu dem gestohlenen Objekt sagen? Der Mario wird schon seit vielen Generationen in unserem Kloster als Mahnmal aufbewahrt. Wir verwahren ihn streng. Er ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er im Jahre 859 bei den Plünderungen Björn Lodbrooks in der Balearenregion hier gelandet ist. Interessant, aber wie hilft uns das weiter? Zufällig weiß ich, dass an der Universität hier in Palma, der Universitat de las Islas Baleares, der renommierte Historiker und Archäologe Señor Stringo doziert. Er kann uns eventuell in unseren Ermittlungen unterstützen. Dann sollten wir keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen. Und über die Geschichte mit der Nonne reden wir später auch nochmal. Señor Jonas. Dios mio. Ich will. Über Hass schweben wie ein Drache, leben wie ein Drache, mich geben wie ein Drache. Schreien wie ein Drache, weinen wie ein Drache, leiden wie ein Drache. Trinken wie ein Drache, hinken wie ein Drache, stinken wie ein Drache. Kommissarei. Guten Tag, wir sind die drei. Moment mal, haben Sie etwa nur einen String an? Das ist mein normales Arbeitshäs. Hätten Sie damit ein Problem? Ganz und gar nicht, werter Herr. Sind Sie Signor Stringo? Professor Emilio Stringo. Zu euren Diensten. Sehr erfreut. Wir sind die drei Fragezeichner. Hey Detektive, im Auftrag von, beziehungsweise auf der Suche nach, Alfred Bitchcock. Hier ist unsere Karte. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Das ist der Dicke. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Das ist der mit der Glatze. Recherche und Archiv, Bob Andrews. Das ist der Kollege mit der pulsierenden Ader auf der Stirn. Sehr erfreut. Kann ich euch einen Kaffee anbieten?
Ihr habt gerade frische Sahne aufgeschlagen. Die sieht aber sehr cremig aus. Und riecht irgendwie säuerlich salzig. Wir verzichten, aber vielen Dank für das Angebot. Wie kann ich euch sonst helfen? Was wissen Sie über den Matteo de Tor? Der Hammer vom Tor. Der wurde Mitte vom 9. Jahrhundert von den Wikinger auf die Insel gebracht. Man sagt, er hat magische Kräfte. Nordische Mythologie besagt. Und derjenige, welcher der Hammer trägt, ist imstande, jedes Weib bis an die Grenze Valhallas zu nageln. Was bitte soll das bedeuten? Ist das nicht offensichtlich, Peter? Der Hammer soll also die Manneskraft stärken? So sagt man. Ich selbst bin schon seit meinem Studium auf der Jagd nach ihm. Doch die katholische Kirche ist da knallhart und lässt niemals auch nur in seine Nähe. Sie? Also wenn ich mir Ihre Ausstattung so ansehe, wage ich zu behaupten, dass Sie sowas nicht nötig haben. Selbstverständlich hätte ich das nicht nötig. Ich will ihn einfach nur an den Rückspiegel von meinem BMW hängen. Dann wird es überraschend zu hören, dass er letzte Nacht gestohlen wurde. Das ist unmöglich. Der ist mit unzähligen tödlichen Fallen gesichert. Dutzende starben bereits beim Versuch, ihn an sich zu bringen. Ich habe jahrelang aus unterschiedlichsten Quellen Informationen gesammelt, um die Falle zu umgangen. Wo bewahren Sie diese Informationen auf? Ihr scheint in Ordnung zu sein, also kann ich es euch auch verraten. Da in meinem Safe hebe ich ein Notizbuch auf, in das ich im Laufe meiner Studie immer mehr Hinweise eintragen habe. Heiligsblechle, es ist gestohlen worden. Das bedeutet, der Dieb hat sich zuerst das Notizbuch und dann den Hammer geschnappt. Haben Sie denn irgendwen in Verdacht? Nein, nicht wirklich. Mein größter Widersacher im Kampf um den Hammer ist vor Jahren in der Katakombe unterm Kloster verschwunden. Also wieder eine Sackgasse. Oh, nein, wartet. Meine Assistentin hat mir gestern eine Terminanfrage geschickt. Es schien auch ziemlich dringend zu sein. Ich musste aber ablehnen, weil ich den ganzen Tag auf einem Tuning-Treffer war. Vielleicht ging es da ja auch um den Torhammer. Könnten wir Ihre Assistentin sprechen? Na klar, die ist drum im Büro. Vielen Dank, Senior Stringo. Sie haben uns sehr geholfen. De nada, meine Freund. Und immer schön senkrecht bleibe. Hey, was platzt ihr hier so rein? Was, ihr? Könnt ihr mal aufhören, mich zu stalken? Die Frigide zickt schon wieder. Langsam beginnen sich meine Magenschleimhäute aufzulösen. Sie sind die Assistentin von Signor Stringo? Richtig. Ich arbeite hier seit letztem Semester. Und ihr stört mich gerade dabei. Sie sind uns ganz schnell wieder los, wenn Sie unsere Fragen beantworten. Gestern hat jemand um einen Termin mit Ihrem Professor gebeten. Sagen Sie uns einfach, wer das war und was er wollte. Peter, was ist mit deiner Frisur? Das stand dir so gut. Beantworten Sie die Frage. Also zunächst mal will ich hier niemanden gendern. Es erkundigte sich nach diesem Relikt, von dem der Professor so besessen ist. Und wie sah es aus? Also es machte auf mich einen sehr bodypositiven Eindruck. Mit anderen Worten, fett wie ein Schwein. Das ist Hassrede. Typisch weißes Patriarchat. Sie sollten sich dringend mal mit unseren Kollegen Kommissar Kalli unterhalten. Ich denke, das würde Ihnen sehr gut tun. Kollegen, lasst uns gehen, bevor es hier noch zu unschönen Szenen kommt. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Wir haben keinen neuen Hinweis. Den haben wir sehr wohl, mein kahlgeschorener Freund. Erkläre dich, Erster. Habt ihr nicht gesehen, was auf Siebels Monitor zu lesen war, als wir in ihr Büro geplatzt sind? Nein, aber irgendwas hat sie direkt weggeklickt. Ich konnte zumindest die Überschrift erkennen. Findet Luan. Luan? Da klingelt was. Die Karte in meiner Jackentasche. Da steht es. El Grande Luan. Nachtclub. Vielleicht finden wir dort weitere Hinweise. Die drei Fragezeichen machten sich alsbald auf den Weg zu besagtem Nachtclub. Er befand sich in einer der übelsten Gegenden von Palma und sie fühlten sich sichtlich unwohl, als sie durch die schwere, verrostete Eingangstüre schritten. Das scheint mir kein besonders angesehenes Etablissement zu sein. Ich kann mir durchaus schlimmere Orte vorstellen, Zweiter.
Sieh mal, die Senoritas an der Bar. Lass uns mal diesen Herrn mit dem Staubsauger ansprechen. Das ist bestimmt eine Putzkraft. Entschuldigen Sie, guter Mann. Ja, bitte. Fass dich kurz. Mein Schatz und ich feiern heute unseren Jahrestag. Genau hier sah ich ihn zum ersten Mal und er hat sich tief in mein Herz gesaugt. Sie meinen jetzt aber nicht den Staubsauger. Bob, denk an deinen Blutdruck. Es gibt Dinge, die wir vielleicht besser nicht in Erfahrung bringen wollen. Können Sie uns sagen, was es mit Luan auf sich hat? Ist er der Inhaber dieses Clubs? Ihr sucht Luan? Den großen, mächtigen Luan? Den haben schon viele gesucht, doch gefunden haben ihn nur sehr wenige. Komm Schatz, wir gehen weiter. Komischer Vogel. In der dunklen Ecke da hinten sitzen drei Männer mit schwarzen Kapuzen, die sie tief ins Gesicht gezogen haben. Die sehen vertrauenswürdig aus. Ich bin mir sicher, sie wissen mehr über diesen Herrn Luan. Entschuldigen Sie, die Herren. Wir sind die drei Detektive. Gott, da will man einmal Urlaub machen und schon stehen wieder die Fans Schlange und wollen Autogramme. Hä? Wer sind Sie denn bitte? Wir sind bloß drei Detektive, die... Nicht wissen, wer ich bin und selbst Detektiv sein wollen? Quatsch mit Soße. Ich bin hier der, der euer Handwerk überhaupt erst erfunden hat. Du hast mich davon überzeugt, in dieses elende Etablissement zu gehen, aber könntest du wenigstens so freundlich sein, uns nicht wieder vor jedermann bloßzustellen? Ja, Edgar, beruhige dich mal. Also Jungs, womit können wir helfen? Nun, es geht um einen gewissen Luan. Nun, Steve, was hast du? Es ist das K. Der Name, er hat es ausgelöst. Ich habe einen dunklen Turm gesehen. Ja, King, die großen Alten haben mir ebenfalls eine Vision gesendet. Es ist kryptisch. Sie sprechen in Rätseln. Kathedrale von Palma de Mallorca? Und da sind Zahlen. 15 und eine 10. Schreibt euch jedes Wort auf, Kollegen. Gott, was ist denn los mit den beiden? Keine Panik, das ist bei uns Normalzustand. Grundgütiger, ich sehe es. Das Monster, der Autor der Antwort. Nein, unmöglich, der ist doch verreckt. Zweimal, einmal durch die Axt von diesem Troll und das zweite Mal von einem Chessbuster. Nicht in dieser Realität, Edgar. Geht nun, ihr Detektive. Es gibt andere Welten als diese. Doch seid euch bewusst, dass euer Weg euch zu einem dunklen Turm führen wird. Mal auf einer Skala von 1 bis 10. Hat irgendeiner von euch eine Referenz verstanden? In meinem Kopf dreht sich gerade alles. Aber vielleicht finden wir in besagter Kathedrale ja Antworten. So, da wären wir. Warum soll sich dieser Luan ausgerechnet hier aufhalten? Vielleicht ist er ja ein Priester oder so. Die katholische Kirche spielt in diesem Fall ja durchaus eine Rolle. Wo fangen wir an zu suchen? Diese Kathedrale ist ja gigantisch. Haltet nach der Zahl 1510 Ausschau. Hier brennen ziemlich viele Kerzen. Ich werde sie mal zählen. Vielleicht sind es ja 1510. 1, 2, 3, 4... Nun gut, der ist erstmal beschäftigt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nach römischen Zahlen suchen müssen. Das könnte sein. Dann suchen wir mal nach römisch 10, 5 und 10. Hast du gehört, Peter? Komm da runter und hör auf, die Kerzen im Kronleuchter zu zählen. X, V und X suchen wir. Ist ja gut. Ich muss nur irgendwie dieses Seil hier erreichen. Hey, Moment! Ich habe was entdeckt, Leute. Von hier oben sieht man, dass auf den Bodenplatten vor dem Altar XVX steht. Genial, Peter! Von hier unten ist es nicht zu erkennen, weil es perspektivisch verzerrt gemalt wurde. Eine Anamorphose. Das ist ja mal wirklich ausgefuchst. Ich bin sicher, wir müssen alle drei Bodenplatten gleichzeitig drücken. Ist gut, ich komme rüber. Ich auch. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Ein Geheimgang. Ganz am Ende sieht man ein Feuer brennen. Hier hingegen ist es aber sehr dunkel. Zum Glück hängen hier Fackeln. Das ist besser. Gehen wir zu dem Licht. Die Tür hinter uns ist wieder zugegangen. Darum kümmern wir uns später. Gehen wir los. Die Fackel ist aus. Was war das? Ich weiß es nicht. Wer ist da?
Nach etwa 30 Minuten kamen die überwältigten Detektive langsam wieder zu sich. Gott verdomme nochmal, mein Kopf! Uns ist vermutlich jemand gefolgt. Er hat uns aufgelauert und zugeschlagen. Was für ein hinterhältiger Angriff. Am Ende des Gangs brennt noch Licht. Sehen wir nach, ob der Angreifer noch da ist. Das bezweifle ich zwar, aber mich interessiert doch, was in dem Raum ist. Ein leerer Raum. Spuren eines Kampfes. Vermutlich hat der Angreifer Luan entführt. Und seht dort, die leere Wandhalterung. Da wurde auch irgendwas entfernt. Vermutlich ein weiteres Relikt. Der Kunstdieb ist also gleichzeitig auch ein Kidnapper. Oder umgekehrt. Wir sollten die neuen Erkenntnisse Kommissar Kalli mitteilen. Kollegen, ich fühle mich hier höchst unwohl. Warum will Kalli sich ausgerechnet hier treffen? Ich habe am Telefon leider kaum was verstanden. Kalli wurde ständig von lauter Schlagermusik übertönt. Einzig die Worte El Arenal und Bierkönig waren zu vernehmen. Tja, und da sind wir, im Zentrum der deutschen Hochkultur. Es hilft ja alles nichts. Rein da. Er müsste mit seinem Rollstuhl ja leicht zu finden sein. Einen Applaus für unseren wunderbaren Künstler. Und jetzt heißen Sie bitte herzlich den nächsten Star willkommen, Daniel Bottichkreis. Oh, die Regie teilt mir gerade mit, dass sein Auftritt ins Wasser gefallen ist. Stattdessen tritt auf die atemberaubende Anja Busch. Guten Morgen, liebe Fans. Heute singe ich einen anderen Song für euch. Einen romantischen. Die Sonne, die scheint, der Regen, der weint. Hoffentlich, ihr freut euch. Meine Fresse! Zum Glück ist es hier an der Bar etwas ruhiger. Ich werde uns mal etwas zu trinken holen. Das hat bestimmt nichts mit der hübschen Barkeeperin zu tun, oder Peter? Selbstverständlich nicht. Na Süße, was darf's denn sein? Oh, meinen Sie mich? 3 Cola, bitte. Kommt sofort. Augenblick, bitte. Platz da, du Birner. Kommissar Kalli, da sind Sie ja. Ja, das bin ich wohl. Und durstig zudem auch noch. Hey, Puppe, mach mir mal ein schönes Köpi hier. Kalli, du weißt doch genau, dass du Hausverbot hast. Wie bist du am Türsteher vorbeigekommen? Ah, was? Nix leichter als das. Der Maske habe ich erstmal mit der Einwanderungsbehörde gedroht. Da war die Maske ganz zahm. Hättest du mal sehen müssen. Na gut, ich hol dir dein Bier. Aber nur, weil du mich damals vor diesem syrischen Busengrabscher gerettet hast. Ja, das war mir auch eine Freude, mein Schatz. Die Alte hätte mich ruhig mal ranlassen können, zum Dank. Vielen Dank. Stimmt so. Danke, Süßer. Auf dem Bierdeckel steht übrigens meine Telefonnummer. Komm jetzt, Casanova. Wir sammeln jetzt erstmal den Rest von deiner Rasselbande ein und suchen uns eine ruhige Ecke hier. Die 3 Fragezeichen und Kalli brachten sich gegenseitig auf den neuesten Stand. Dabei erfuhren sie auch, dass ihr gut genährter Gegenspieler Fatty Norris ausgebrochen und auf der Flucht war. Er wurde auf Mallorca vermutet. Norris? Na, da haben wir doch unseren Kunstdieb. Du glaubst wirklich, dass dieser vollgefressene Vierteltonner in der Lage ist, tödliche Fallen zu umgehen, ein Kunstrelikt zu klauen und uns in einem Gang zu überwältigen, in den er selbst nicht mal reinpasst? Guter Einwand, aber Sibyl Zick hat uns doch auch von einem kugelrunden Kampfkoloss erzählt, der bei ihr einen Termin mit Professor Stringo ausmachen wollte. Richtig. Nur ganz koscher scheint mir diese milchweiße Migrationsaktivistin auch nicht zu sein. Euer Scheißgequatsche bringt uns kein Stück weiter. Findet Fatty fucking Norris. Ich werde hierbleiben und mich ordentlich umsehen. Und haut ab jetzt! Hey Püppi, bringst du mir nochmal ein Bier hier rüber? Kommt, Kollegen. Wir setzen uns ein wenig an den Strand und gucken den Surfern zu. Vielleicht kommt uns dabei eine Idee, wo wir Norris finden könnten. Das wird nicht nötig sein. Seht nur, wer da sitzt und den Sonnenuntergang betrachtet. Diese Körperfülle ist einzigartig. Es ist Fatty Norris.
Neben wem sitzt er da? Eine weiß gekleidete Gestalt mit einer Kapuze. Seltsam. Peter, schleich dich doch mal an und belausche sie. Sie scheinen gerade in ein Gespräch vertieft zu sein. Aber pass auf, dass sie dich nicht bemerken. Ich mache das schon. Das ist ja alles einfach nur ein bisschen hügelig. Aber ich finde sowas zum Beispiel extrem genial. Also sowas gefällt mir. Sau cool. Boah, das sieht so geil aus gerade. Warte mal, ich glaube, da mache ich mal ein Foto. Moment. Ich freue mich, dass er dir gefällt, Fetti. Vielleicht nimmt er dir diesen Außenblick als Inspiration für dein Buch. Letzten Endes kann ich dazu eigentlich nicht wirklich viel sagen. Es ist halt einfach banal, weil ich keine Ahnung habe, was ich wirklich noch machen soll. Das wird sicher mit den Luren ganz bestimmt ändern, meine Freunde. Er ist sicher in die Keller eingeschlossen und wenn er erst einmal deine Kreativität entfacht hat, kann er deine Buche nur eine Bestseller werden und wir werden reich. Ich möchte Geld. Ich will reich werden. Aber du wirst eine gute Freundin doch sicherlich eine Gefälligkeit erweisen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Jetzt sollten wir aber gehen. Es ist sehr riskant, hier zu sitzen. Ich wollte dir aber unbedingt deinen ersten Sonnenuntergang an die Mare zeigen. Sie stehen auf. Ich haue lieber wieder ab. Hast du was erfahren, Zweiter? Ja, durchaus. Die beiden halten Luan in ihrem Versteck gefangen. Konntest du herausfinden, wo es sich befindet? Nein, wo es ist, haben sie nicht gesagt. Sie machen sich aber gerade auf den Weg dorthin. Peter, du musst hinterher. Schnapp dir ein Rad vom Verleih hier um die Ecke und häng dich an sie ran. Wir werden derweil Kalli einsammeln und mit seinem Polizeiwagen nachkommen. Geht klar. Ich schicke euch den Standort, wenn ich da bin. Los, los, los! Große Bomben, kleine Bäuche, Rainers Garde zögert nicht. In der PI Neustadt-Reich. Große Worte, kleine Pensis, Schmer schreibt den Bericht. In der PI Neustadt-Reich. Verdammt nochmal, lass mich jetzt ans Steuer, ich kann noch fahren. Kommissar, Sie sind eben mit Ihrem Rolli umgebremst, in eine Gruppe Senioren gerast und haben Allahu Akbar gerufen. Ach, das war ja jetzt nur ein Scherz und satirische Schärfe und also... Erzählen Sie das den Hinterbliebenen? Ach, komm jetzt, die freuen sich am allermeisten. Außerdem schieben wir das wieder den Muscheln unter. Zu etwas Wichtigerem. Peter ist inzwischen angekommen und hat mir den Standort des Unterschlupfes geschickt. Es ist die Via del Caballo Azul, Numero 8, also Nummer 8, hier in El Arenal. Die kenne ich sogar. Das ist die Villa der Familie Poletti. Dann muss der mysteriöse Begleiter Ezio Poletti gewesen sein. Die Polettis? Wer soll das sein, Kalli? Meine Fresse, was lernt ihr heutzutage auf euren Unis eigentlich noch? Die Familie Poletti ist zufällig die einflussreichste Mafia-Familie aus ganz Mittelfranken. Das Oberhaupt der Familie, Gino Poletti, ist schon lange im Visier der Polizei. Erwischt haben wir ihn noch nie. Mal sind die Zeugen in der mittleren Auracht rein zufällig ertrunken und immer montags werden sie dann von ihrem Staranwalt Alfred Rübner rausgeboxt. Es geht mir so auf den Sack. Das war für die ermittelnden Beamten bestimmt ein Schlag ins Gesicht. Mit dem Pizzaschieber wohlgemerkt. Hier, nächste rechts, Bob. Dann sind wir da. Alles klar. Ich parke mal besser außer Sichtweite. Da hinten sitzt ja auch Peter im Busch. Steigen wir aus und gehen zu ihm. Sehr gute Aufklärungsarbeit, Peter. Danke. Sie sind hier durch das große Eingangstor reingefahren. Der Code, den Sie eingegeben haben, lautet... Lass mich raten. 1510? Nein. Das wäre auch ein wenig zu viel des Zufalls, oder? Er lautet 09104694. Ja gut, aber... Da gibt's doch bestimmt Kameras und einen Alarm, oder? Überlasst das mal mir. Erinnert ihr euch noch an Coolwohns Rolli? Aus dem habe ich einige Upgrades in meinen einbauen lassen. Ja, die Kameras sollten jetzt für eine Weile Standbild senden. Beeilt euch. Bald werden sie etwas merken. Schnell rein da und an den Büschen entlang. Du scheint es in eine Art Keller runterzugehen. Wir sollten uns aufteilen. Peter und ich gehen in den Keller und versuchen, den Gefangenen zu befreien.
Kalli, Sie verschaffen sich mit Bob Zutritt zu dem Haus und versuchen Norris und diesen Ezio Poletti unschädlich zu machen. Genau so machen wir das. Hier, Junge, nimm meine Ersatzwaffe. Cool, danke. It's Showtime. Oh nein! Ein unheimlicher Tunnel pro Fall ist doch mehr als genug. Tja, Zweiter, wir können es uns eben nicht aussuchen. Hier, nimm die Taschenlampe aus Kallis Auto und geh voran. Los! Ziemlich viele Türen hier. Welche ist wohl die richtige? Diese beiden hier sind diejenigen, die mit einem Vorhängeschloss gesichert sind. Eine von denen muss es sein. Hier. Halt die Lampe, Justus. Die Schlösser sollten für mich kein Problem sein. Offen. Hallo? Ist hier jemand? Da liegt jemand. Und sie scheint nur Unterwäsche zu tragen. Warte hier, ich werde mich um sie kümmern. Peter, nicht! Junge Frau, Sie brauchen keine Angst mehr zu haben. Der Albtraum ist vorbei. Hier, nehmen Sie meine Jacke, ich ziehe sie... Peter, deine Wirkung auf Frauen war aber auch schon mal besser, ne? Eine Gummipuppe? Du musst sie mit deinem Reißverschluss beschädigt haben. Warum sollte man eine Plastikgespielin in einem Verlies einsperren? Wir haben es mit Fatty Norris zu tun. Wundert dich da noch irgendwas? Vergessen wir das Ganze und weiter. Hey, hast du gerade ein Foto gemacht? Das hast du dir wohl eingebildet. Los jetzt, öffne die zweite Tür. Ein japanisches Badezimmer? Es wurde vor kurzem benutzt. Dampf ist in der Luft und die Duschkabine ist völlig beschlagen. Luan, sind Sie da? Keine Antwort. Los, Peter, öffne die Duschkabine. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Ich könnte stattdessen auch das Foto von dir und der wilden Lisa von eben auf Hatebook posten. Untersteh dich, ich tu's ja schon. Herr Luan, falls Sie... da drin sind, bitte bedecken Sie sich. Also gut. Ich öffne die Türe ganz langsam. Duck dich, Peter! Das ist eine Falle! Das war knapp. Was war das? Irgendwas Schwarzes Riesiges klebt von innen an der Tür der Dusche. Als du sie geöffnet hast, schwang es heraus und hätte dich beinahe erwischt. Es sieht aus wie ein dicker... schwarzer... adriger, pulsierender, gigantischer, furchteinflößender Gummipenis. Aber was? Ich verstehe nicht. Ein Dildo, Peter, auch Godemiché genannt, ist ein Sexspielzeug, das in klassischer Form und Größe meist einem irrigierten Penis gleicht. Allerdings ging man in den letzten Jahren... Halt die Klappe, Justus. Ich weiß, was das ist. Ich frage mich viel eher, was das zu bedeuten hat. Ich hab da so einen Verdacht. Doch dazu später mehr. Wir sollten unsere beiden Kollegen oben aufsuchen. Eventuell brauchen sie unsere Unterstützung. Peter, nimm das Beweisstück mit rauf. Okay, viel schlimmer kann der Tag ja nicht mehr werden. Ach Peter, eins noch. Was denn? Sehr lustig. Kommissar Kalli und der dritte Detektiv hatten sich inzwischen über den Lieferanteneingang Zugang zur Finca verschafft. Vor der Tür des gewaltigen Wohnzimmers verharrten sie und belauschten die beiden Schurken, die am Kamin saßen und sich unterhielten. Also, Vati, du hattest die Gelegenheit, die heilige Luan auszuprobieren. Besitzt sie wirklich inspirierende Kraft, wie es die Legende besage? Nein, ich immer sagen, zeig mal das mit dem Schwarzen, den kriegst du niemals ganz rein. Doch, ich krieg den rein. Und ja, er ist auch mega geil. Ah, das freute mich sehr, meine Freunde.
Meine Nonna, große Mutter, hat uns als Kinder immer die Legende von die heilige Stab erzählt, der in der Kathedrale aufbewahrt wird. Ich hatte nie gedacht, dass ich ihn eines Tages dort finde. Wir haben genug gehört. Keine Bewegung und dat. Polizei! Sag mal, hast du einen am Helm? Das war mein Text. Trotzdem, die Waffen sind geladen, ihr Masken. Also runter auf den Boden. Laufe, Fatti, laufe. Ich werde sie aufhalten. Geh weg! Boah! Eine Rauchbombe! Mann, dieser Ithaka hat ein paar gute Tricks drauf. Ezio, warum nimmst du die Fäuste nicht hoch, Alter? Vorsicht! Hinter ihm, Kali! Warum hast du denn nicht anvisiert, Ezio? Ich hab ihn, Kali! Setzen Sie ihn außer Gefecht! So, das hätten wir. Gute Arbeit, Herr Kommissar! Verdammte Scheiße! Ich hasse Ezio! Weißt du was, Jung? Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich hatte viel zu lange keine gute Prügelei mehr. Kali! Bob! Anscheinend haben Sie die Situation unter Kontrolle. Noch nicht ganz, Kollegen. Was ist mit Norris? Es sieht so aus, als ob er fliehen wollte. Offensichtlich schafft er es aber nicht, alleine aus dem Corbusier-Sessel aufzustehen. Raus mit der Sprache, Fetti. Wo ist der Torhammer? Ich weiß nicht, wovon du redest. Unsinn. Offensichtlich bist du ja auch derjenige, der für den Diebstahl des sogenannten Luans verantwortlich ist. Also, wo ist er? Was das angeht, hat der fette ausnahmsweise mal die Wahrheit gesagt. Sibyl Zick? Wo kommen Sie denn her? Wie kann das sein? Sie hat sich einfach so aus dem Nichts materialisiert. Ich wusste es! Sie ist ein Geist! Unsinn, Peter. Sie stand lediglich vor dieser weißen Tapete hier und war aufgrund ihres sehr hellen Hauttons praktisch unsichtbar. Für diese Frechheit wirst du noch bezahlen. Aber zuerst runter mit den Waffen. Ich geb's nur ungern zu, aber ich fürchte, wir müssen uns vorerst geschlagen geben. Sie ist mit einem Ayran-Maker und Dönerspieß bewaffnet. Hier sind die Waffen, du Schlampe. Sehr brav. Und jetzt gib mir den Luan, Junge. Ja, schon gut. Hier ist er. Wunderbar. Jetzt besitze ich beide Relikte. Beide Relikte? Also Sie haben den Torhammer geklaut? Natürlich. Nur deshalb habe ich mich bei Professor Stringo eingeschlichen. Sie warteten auf eine günstige Gelegenheit, um an sein Tagebuch zu kommen und konnten damit die tödlichen Fallen im Kloster überwinden. Um uns aus dem Weg zu räumen, hat sie dort unseren Zimmerschlüssel zurückgelassen. Den ich Peter gestohlen habe. Genial, nicht wahr? Nur in der Kathedrale seid ihr mir zuvor gekommen. Aber diesen Fehler bin ich gerade im Begriff auszugleichen. Aber eine Frage noch. Was haben Sie mit den Relikten vor? Da ich euch ohnehin gleich in den wohlverdienten Tod schicken werde, kann ich es euch ja sagen. Durch das viele Liegeradfahren hat mein Freund leider irreparable Schäden, auf die ich nicht näher eingehen will, davongetragen. Mithilfe dieser heiligen Relikte werde ich endlich wieder ein erfülltes Sexleben haben. Der innigste Wunsch einer jeden Feministin halt. Ruhe, du Frauenfeind, Unterdrücker, misogynes Arschloch. Du stirbst als Erster. Moment, weil ich behindert bin, oder wie? Nein, das wäre falsch. Dann stirbt eben Norris zuerst. Nur weil ich dick bin? Nein, weil... Das reicht. Ich nehme den mit der Kapuze. Aha, weil ich ja Italiener bin. So eine sind sie also. Das ist ja Rassismo. Faschismo. Ha, verdammt! Ich muss nachdenken. Jetzt, Peter! Die schnapp ich mir. Ah, nein! Lass mich los! Das wäre erledigt. Am besten rufen Sie Verstärkung, Kali, damit die ganze Bande hier eingebuchtet wird. So und nicht anders wird's gemacht. Der Fall war gelöst, doch es blieben einige ungeklärte Fragen im Raum stehen. Was hatte es mit dem Gedächtnisverlust der vorigen Nacht auf sich? Und wo war Alfred Bitchcock? Von dem gut aussehenden Mann mit der erotischen Stimme fehlte nach wie vor jede Spur. Da wären wir wieder, der Ort, an dem alles begann.
Wir müssen hier im Hotelzimmer irgendwas übersehen haben. Nichts und niemand verschwindet spurlos. Vielleicht hat ja seine Verlobte etwas von ihm gehört. Hat jemand die Nummer? Keine schlechte Idee. Am Flughafen hat uns Mr. Bitchcock doch eine Einladung für die Hochzeit in die Hand gedrückt. Da steht bestimmt eine Telefonnummer drauf. Sieh mal in den Rucksäcken nach, Peter. Die liegen da vor dem Bett. Ich gehe mal um das Bett herum und hoppla, ich bin irgendwie an diesen Hebel hier gekommen. Das Bett klappt auf. Oh Gott, da liegt ja jemand im Bettkasten. Nackt. Mr. Bitchcock. Schickes Piercing. Ja. Ich dachte schon, ihr findet mich nie. Was ist passiert? Hannah hat uns alle betrogen. Ihre Verlobte? Sie hat uns mit Mortens Hilfe unter Drogen gesetzt und ist mit ihm durchgebrannt. Der Champagner, den sie uns netterweise spendiert hat. Und Morten hat verzichtet. Schon da hätten wir misstrauisch werden müssen. Das heißt, unsere Belohnung ist jetzt auch weg. Das Geld für die Hochzeit, die Belohnung, alles, was wir hatten, geklaut. Das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Respekt. Aber Kopf hoch, Mr. Bitchcock. Während Sie hier ein Schläfchen gehalten haben, haben die drei Detektive einen, wenn nicht sogar zwei Fälle gelöst. Ist das so? Ja, und weil wir gleich zwei wichtige Relikte wieder beschafft haben, hat die katholische Kirche ein paar Spendengelder beiseite geschafft und uns eine saftige Belohnung zukommen lassen. Wirklich, Bob? Das ist ja der Hammer. Der Torhammer sozusagen. Ich möchte sterben.